Liebe Kunstfreundinnen, liebe Kunstfreunde, heute sind wir leider nicht zusammengekommen, sondern wegen dieser schwierigen Zeiten ist das Ganze etwas abstrakt, aber doch vereint über das Bild, über die Kamera, in der Ausstellung mit Bildern von Raphael Rack und mit Skulpturen von Vitali Safronow. Unterschiedlich können zwei Künstler gar nicht sein. Der eine abstrakt, mit solch hinreißenden, farbglühenden Arbeiten, der andere eher gegenständlich, mit so bezaubernden, ironischen Skulpturen, die uns zum Lachen bringen und über das Lachen zur Einsicht. Schauen wir uns zunächst die abstrakten Arbeiten von Raphael Rack an, großformatige Ölbilder, die, wie Sie deutlich merken, in unterschiedlichen Schichten von Farbe aufgebaut sind. Diese Technik ist als Technik, als Handwerk uralt. Es gibt die sogenannten Sgraffiti schon im 16. und im 15. Jahrhundert. Unterschiedliche Schichten von Mauerputz werden übereinander gelegt und daraus wird ein Bild herausgekratzt. Als abstrakte Technik der abstrakten Malerei, die dem Zufall viel überlassen wollte, kennen wir diese Technik aus dem Surrealismus. Max Ernst hat es als Kartage, Frottage und ähnliche Techniken verwendet. Raphael Rack nun geht mit einem innerlich klaren Konzept an seine großen Bilder. Er fängt die Emotionen des Tages ein, auch die Situation, was ist bedrohlich, was ist erholsam an unserer Welt. Und diesen Alltag, dieses Existenzielle, nimmt er in seinen Farbniederschriften mit. Es gibt also Stimmungsmäßiges in den Bildern zu betrachten. Die blaue Farbe hat natürlich eine ganz andere inhaltliche Substanz als die rote Farbe. Und wenn diese Farben nun übereinander gebracht werden, dann schabt er seinen Frust oder seinen Zorn oder seine Lust oder seine Gedanklichkeit in diese Farben hinein und kratzt aus der Fläche die Farben wieder heraus, sodass ein lebendiger Teppich des Lebens entsteht. Es ist so, als könnte man in diese Farben hineinspringen. Alle Bilder, die er geschaffen hat, tragen in dieser Ausstellung bis auf eines keinen Titel. Eines heißt Pascal. Es erinnert an einen Freund, der vor gar nicht langer Zeit verstorben ist und mit dem er über den Bereich der Musik biografisch sehr stark verbunden war. Der Künstler ist in Bad Homburg geboren worden, 1966, hat in Offenbach studiert, ging dann zunächst ins Musikgeschäft, wo er diesen Pascal kennenlernte und hat dann bei einem herausragenden Künstler in Wiesbaden noch einmal den Weg der Malerei aufgenommen und fand zu diesen abstrakten Bildern und Techniken. Im Zusammenhang mit der Sensibilität und den unterschiedlichen Sensorien, die in einem solchen Teppich des Lebens untergebracht sind, empfehle ich, ein Augenmerk auf die Zeichnungen zu werfen. Es sind abstrakte Zeichnungen. Vielleicht hilft die Zeichnung sogar ein wenig zum Verständnis dieser Bilder. Zeichnungen sind wie die Zettelkisten des Novellisten oder des Romanciers, Reaktionen, wie ein Seismograph auch, sozusagen direkt über das Gelenk auf den Tag. Und das wird in der Zeichnung unmittelbar erlebbar. Hier in Schwarz-Weiß, mit ab und zu dem Einsprengsel von wenigen Farben, ist doch ein ganz dichtes Bild entstanden, etwas Reines entstanden, wie ein Poem. Vielleicht ist das überhaupt ein ganz wesentlicher Gedanke. Paul Celan sagte einmal, hier in der Welt, wo ich bin,
werde ich nur betrogen. In dem anderen, in der Welt der Kunst, nur da ist die Wahrheit. Das heißt, das abstrakte Bild kann uns mitnehmen und in einen Bereich führen, der in das Eigentliche einer Wirklichkeit außerhalb unseres Alltags führt. Und in diesem Außerhalb erkennen wir eventuell auch den Sinn dessen, was uns ausmacht, was das Leben ausmacht. Ludwig Wittgenstein formulierte das in seinem kleinen Tractatus Philosophicus folgendermaßen: Der Sinn des Lebens muss außerhalb ihrer sein, außerhalb der Welt sein. Denn in der Welt ist alles, wie es ist, und geschieht alles, wie es geschieht. Es ist in ihr nichts von Wert. Was von Wert ist, muss außerhalb sein. Das ist ein ganz kühner Satz. Und jetzt sagen Sie, da hat sich doch der Redner hundertprozentig verheddert. Denn wie kann er denn jetzt auf die realistischen Figuren von Safronow kommen? Das ist ganz einfach, meine Damen und Herren. Im sogenannten Realismus gibt es nichts Reales. Auch ein Foto ist nicht real. Es ist auch nur ein Teil der Wirklichkeit. Es kann gefaked werden, wie man heute sagt. Aber in einer realistischen Skulptur, wie der Safronow sie macht und wie wir sie hier in dem Ausstellungsraum sehen, muss auch alles gut erfunden sein und auf den Kernpunkt gebracht werden, damit die Figur sprechend wird. Wenn sie nur Abbildung wäre, wäre sie uninteressant. Wenn sie nur Abbildung wäre, wäre sie ein Teil der Wirklichkeit. Und warum sollen wir uns damit beschäftigen? Das sehen wir ja jeden Tag. Sondern was ihn auszeichnet, ist einmal seine Naturwesen. Da sehen wir solch eine große, herrliche Figur stehend, völlig überwuchert von der Natur. Das sind Mischwesen, das sind fantastische Vorstellungen. Dort eine Frau mit Catalpa-Blättern, andere voller Blüten. Hier eine Afrikanerin, aber gelenkt, gestreckt, fast auch eine abstrakte Figur. Und dann diese wunderbaren, heiteren, anekdotischen Erzählungen von Menschen in Lebenssituationen. Da ist zum Beispiel einer, der Wissenschaftler. Was ist denn eigentlich ein Wissenschaftler? Der schafft Wissen. Oder er schafft sich Wissen. Es ist eine Kraft. Ein Wissenschaftler kann natürlich auch ein Kind sein, das im Kindergarten auf Linoleumböden spazieren gegangen ist, als Schüler auf Linoleumböden spazieren gegangen ist und am Kuli gekaut hat, als Student auf Linoleumböden in langen Fluren entlang gezockelt ist und dann irgendwie in seinem Berufsleben in einem Bürochen sitzt, das er über Neonböden erreicht. Linoleumböden erreicht. Also das heißt, ein hermetisches Leben. Und dieses hermetische Leben schafft Safronow in einer Figur, die aussieht oben wie eine zusammengeklappte Fledermaus auf einem Bücherturm. Da sitzt er nun, so wie Goethe geschrieben hat, in seinem Faust im Studierzimmer. Nun habe ich, ach, Philosophie studiert, Medizin, Theologie und Juristerei mit argem Bemühen. Nun stehe ich hier, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Aus der Wissenschaft alleine entsteht noch kein Resultat für das Lebendige. Aber in den Figürchen, die Safronow zum Beispiel macht, der Aufstieg zum Wissenschaftler, da zeigt er genau diese Lächerlichkeit der Situation. Da sitzt einer, und auf seinem Kopf ist ein Nestchen und da ist das Ei. Und er macht sich Gedanken, was war wohl früher, die Henne oder das Ei? Ein vitaler Mann würde sagen, dummes Zeug, als erstes war der Hahn da. Und dann kam die Henne und dann wurde ein Ei befruchtet und dann kam das Küken. Also da wird ja in der Wissenschaft auch viel um sich selbst herum gedacht. So sollten Sie aber all diese Situationen sehen. Über das hinaus
was sie sind, haben sie alle diesen Reiz, wie Musik, wie Dichtung, wie Tanz, haben sie alle diesen Reiz, uns in eine andere Welt zu führen. Zum Beispiel den Menschen auf dem großen Ei in seinem Balanceakt. Machen wir nicht alle diesen Eiertanz? Schauen Sie mal, was im Moment in der Zeit von Pandemie los ist. Eine neue Meldung, so und so viele Tote, das und das ist da, ein neues Mittel oder kein Mittel. Und Hunderttausende von Leuten glauben, öffentlich im Fernsehen ihren Kommentar dazu abgeben zu sollen und verwirren Millionen anderer Menschen. Man muss einen Standpunkt im Leben finden. Das genau sagt Safronow mit seiner Figur auf dem Ei. Innerhalb dieses wackeligen Aktes muss man seine Position finden. Man muss seine Position als Mann finden, als Frau finden, als Paar finden, als Ehepaar finden. Mit seiner Geschlechtlichkeit, wie die schöne Venus, in seinem Anzug, auf der Karriereleiter im ersten, zweiten und dritten Schritt, um dann irgendwann entlassen zu werden, weil man nicht mehr gebraucht wird. Hier werden ganz wesentliche Fragen gestellt in beiden Künsten. In der sogenannten abstrakten Malerei und in der sogenannten realistischen Skulptur. Die Fragen, was ist das Leben? Und es werden bezaubernder. Auf der einen Seite in dem hilfreichen Lachen und auf der anderen Seite in der Glut an Malerei werden bezaubernde Antworten gegeben auf das, was Leben ausmacht. Der wunderbare Schriftsteller Émile Zola hat die Frage, was ist Kunst, einmal so beantwortet. Kunst ist Realité, Vérité et vie entière. Die Wirklichkeit, die Wahrheit und das Gesamte des Lebens. Bei Safronow sehen wir das sofort. Die Balanceakte, die Bemühungen, die Frage, bin ich schön genug? Das Huckepack der Paare, das Aneinanderkleben und Verbundensein über ein Bändle oder was auch immer noch da an Accessoires herangeholt wird. Da ist das ganz klar. Bei Raphael Rack ist es aber genauso. Wirklichkeiten im Alltag sind für ihn farbig sichtbar. Die Wahrheit ist über Farbe ausdrückbar. Und das Gesamte des Lebens ist das, was er zwischen, man darf es gar nicht sagen heute, Kinder hört weg, was er zwischen Alkoholkonsum und Zigaretten und Frust und Freude und Alltag und Einkauf und Schlepperei und Wuchterei in seinen Bildern bewältigt. Denn das wollen wir auch mal sehen. Das ist harte Arbeit. Das ist ein Koloss von Mann. Und wenn der mit einem solchen Brett diese Farben ineinander verreibt und verschiebt, dann ist das wie ein Boxkampf. Erster Akt, 4 Schichten. Zweiter Gang oder Boxgang. Die Schichten werden wieder abgeschabt und neu rausgekratzt. Es ist ein richtiges Wuchten, Kämpfen, Agieren, Reagieren. Und dann ist er schlapp. Und dann ist er ausgeschafft. Das heißt, es ist nicht so ein zartes, ästhetisches Überlegen, sondern es ist ein ganz harter Kampf, den wir hier auf den Leinwänden sehen und der manchmal so gelöst ist und so schön gelöst ist, dass man einfach Freude hat und sagt, jawohl, das nehme ich mit nach Hause. Damit will ich ein Leben lang umgehen. Zum Beispiel dieses Bild in den Streifen, das macht er ja auch manchmal, dass er nicht nur ineinander schiebt, sondern dass er mit dieser riesigen Rakel Streifen für Streifen setzt und dazwischen einen Grauton, einen Grauschleier hat, unter dem das Leben dann pulsiert. Den Grauschleier verschiebt er, die Senkrechten akzentuiert er und plötzlich hat er in dem Bild die Situation geleistet des ständigen Weitergehens von Zeit. Diese Intervalle, die Senkrechten, sind Zeit. Das Bild könnte ins Unendliche nach links verlängert werden oder nach rechts verlängert werden mit diesen Streifen.
Und das ist entstanden aus der Situation, dass er auch schrie, wie wir alle, wann geht denn diese Seuche vorbei? Das heißt, das ist ein Bild, in dem er auf die Wahrheit und Wirklichkeit und psychische Belastung der Pandemie für uns alle eindringlich reagiert hat. Das sieht man dem Bild zunächst gar nicht an. Sie können es auch so schön finden und mit nach Hause nehmen. Aber ich finde, es ist gut, wenn man weiß, mit welcher Anstrengung, mit welcher Kraft, mit welcher Intellektualität auch diese Malerei ausgestattet ist. Beide sind fast jahrgangsgleich. Safronow ist der etwas jüngere, 2 Jahre später, 1968, in Omsk geboren. Er hat bei Professor Karl-Henning Seemann unter anderem studiert, neben dem in Stuttgart ebenso berühmten Professor Spagnolo, ein abstrakter Bildhauer. Aber das ist auch wieder so schön, dass wir das bei Safronow wissen. Er hat bei dem einen kennengelernt, dass die Form an sich bereits etwas Kostbares ist, weil Form Information schafft. Und bei dem Karl-Henning Seemann hat er gelernt, dass jede Wirklichkeit gut erfunden werden muss als Bildhauer und dass man genau wissen muss, was Standbein und Spielbein ist, wie die Anatomie eines Menschen aufgebaut ist, damit solche Balanceakte wie diese wunderbare Balance auf 3 unterschiedlichen Stühlen eines jungen Mannes, der da auf einer Hand mit den Füßen nach oben steht und das Leben genießt. Eine artistische Übung. Etwas, was kaum zu glauben ist. So schön ist es und so gelungen ist es. Und so aufmunternd ist es und so anregend. Diesen Balanceakt müssen wir und sollen wir alle schaffen. Und wir können das auch. Manchmal brauchen wir Hilfe, manchmal brauchen wir Zuspruch. Aber diese Figürchen von der Einkäuferin über das tanzende Paar, von dem Buchschlepper über die Frau, die vor einem kleinen Fuchs kniet, der sie anschaut, ein Dialog auch zwischen einem Tier und einem Menschen, ein Thema, das er in verschiedenen Skulpturen behandelt. Das ist einfach eine Welt, in der man sagen kann, viel besser als Fernsehen, viel besser als diese mediale Überbordung, die über uns hereinstürzt, dieser Tsunami an Informationen. Bezaubernde Dinge in stiller Betrachtung, vor denen ich sitze und darüber nachdenke, wie bin ich? Kunst als Spiegel des eigenen. Das sehen Sie hier, meine Damen und Herren. Ein wunderschönes Tor, das für Sie und zu Ihnen geöffnet ist. Und ich hoffe, dass Sie das nutzen. Viel Freude an der Ausstellung. Der Spötter Erich Kästner schrieb in seinem Gedicht Handstand auf der Lorelei die Zeile: Ein Augenblick mit 2 erhobenen Beinen ist nicht zu teuer mit dem Tod bezahlt. Nun, diese Artistin hat einen Handstand auf einem Arm, der mit dem anderen Arm eine Achse bildet, um den ihr Gewicht, um diese Achse kreist ihre ganze Existenz. Es ist die Bodenhaftung und es ist der Traum oben in der freien Hand von einem Hasen, wie ihn Dürer gemalt hat, wie ihn Beuys eingesetzt hat, wie ihn Jeff Koons hätte machen können. Es ist der Traum, es ist das Wunschziel. Hoffentlich gelingt ihr dieser Handstand. Hoffentlich gelingt ihr dieses. Wir sollten bei der Betrachtung aller Figuren der neueren Produktion erkennen und sehen, dass der Künstler Safronow sie farbig angelegt hat. Bei dieser Farbwahl kommen in diesem Fall besonders die Schuhe heraus. Schuh ist ein Fetisch.
Es gibt Frauen, die haben 250 unterschiedliche Paar Schuhe in ihrem Schlafzimmer in einem eigenen Schrank dafür stehen. Schuhe spielen bei Salvatore Dalí eine große Rolle. In der Operette Tränke zu, immer aus dem Damenschuh. Bei Elvira Bach spielt der Schuh eine große Rolle als Motiv der Erotik in ihrem ganzen Oeuvre. Und auch bei Safronow, hier bei dieser jungen Frau, die als Managerin tätig ist, spielt der Schuh eine entscheidende Rolle. Mit welchem Schuh gehe ich in welche Veranstaltung? Ein Problem, das sich fast nicht lösen lässt. Sonst schick, elegant, jung, dynamisch, alert, eine Bossin allererster Qualität. Mit rotem Schuh. Bei der kleinen Männerfigur ist es nicht der Schuh, der auffällig als Farbe ist, sondern es ist bei diesem Mann die Krawatte. Manche Männer leben ja nur über ihre Krawatte und man erkennt an der Krawatte den Kerl. Hier ist die Krawatte rot, aber etwas schlaff gebunden. Das Hemd gestreift, vielleicht blau-weiß. Dazu eine elegante Hose. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Wie so häufig im Leben stellen sich Schranken in den Weg. Er will eine solche Schranke überwinden. Das ist ein ganz aktueller Lebensprozess. Schafft er es? Schafft er es nicht? Stolpert er dabei? Was stellt sich ihm in den Weg? Sein Chef? Eine nächste Bewegung hin in eine noch größere Karriere? So sind wir orientiert. Schranken zu überwinden ins Grenzenlose, nur innerlich in uns, ist alles in der engen Kiste biedermeierlichen Seins. Wir sahen eben einen einzelnen Mann, der eine Barriere überstiegen hat, seine Barriere, sein Hindernis. Wir sehen hier eine Gruppe von drei Männern, Managern in Anzügen, Aktentasche für Laptop, Handy und ähnliche Accessoires, Krawatte selbstverständlich in unterschiedlichen Farben. Und sie tanzen nicht um das goldene Kalb, sondern um das Coronavirus. Das Coronavirus bedroht uns alle. Es bedroht ihre Karriere. Und sie tanzen nun darum wie die Derwische. Sie tanzen wie um das goldene Kalb. Sie tanzen einen Tanz, den man schon im Mittelalter getanzt hat, den Tanz der Verzweiflung. Es ist das, was Erasmus Grasser, ein Künstler aus der Dürerzeit, in seinen sogenannten Moriskentänzern festgehalten hat. Es ist rhythmisch, es ist melodisch und es ist doch voller Angst. Eine Clownerie. Sie tragen übrigens alle Masken. In Masken geht man durch die Stadt, doch ist nicht Karneval. Man trägt sie, weil man Ängste hat vor dem Corona-Fall. Auf dieser Zeichnung sieht man besonders eindrucksvoll zwei Prinzipien. Das strukturelle Prinzip, in dem die dunklen, starken Linien auf der linken Seite über das ganze Blatt ziehen und sozusagen nachhallen nach rechts in zwei einzelnen Strichen, die aber in allem nervös belebt sind. Dagegen laufen sensorische Striche, die das Emotionale, die das Gedankliche, die das Momentane einfangen. Unten zum Beispiel blaue und orange Striche über einer orangen Fläche, nach oben ins Blau aufsteigend. Und an diesen Strichen erkennt man plötzlich das Zögern, den Zweifel, das Abbrechen, die Nachdenklichkeit. Diese Zeichnung ist, wie alle die Zeichnungen des Künstlers, ein wundervoller Beleg dafür, was an Inhalten, an Eindrücken, an Emotionen, an Aufzeichnung in seinen Arbeiten, auch in den Ölmalereien steckt. Da ist nichts nur so hingemalt oder nur so hingezeichnet. Es ist der Nachweis einer Pilgerschaft, eines Wegs, auf dem der Künstler sich fortwährend bewegt.
In diesem Bild sieht man besonders eindrucksvoll, wie Raphael Rack aus mehreren Farbschichten, die Sie auch alle im Einzelnen nachsehen können, Sie können sie sogar ergreifen, ertasten, erfühlen, eine Komposition schafft, die Erinnerung an einen verstorbenen Freund ist. Er hatte etwas Ähnliches schon einmal gestaltet in seinem Für die Seelen von Orlando. Da gab es diesen Massenmord in Orlando in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und für die Verstorbenen aus der Schwulen- und Lesbenszene hat er ein Bild gemalt. Und er hat dann die helleste Farbe, die gelbe, das goldene, herausgekratzt und aufsteigen lassen, sozusagen in den Himmel. Ein tolles Erinnerungsbild, ein wunderschönes Epitaphbild. So ist das auch hier. Sein Freund Pascal war eben wie er intensiv tätig in der Musikszene. Es hat ja den Raphael Rack verschlagen bis nach New York. Und in dieser Musikszene ist ja alles sehr rauschhaft. Wie in dem wunderbaren Euphorion, den Goethe geschildert hat in seinem Faust. Gönnt mir den Flug. Aber der arme Euphorion ist ähnlich wie der Icarus auf die Nase gefallen und ist abgestürzt. Viel Freiheit bedeutet auch viel Verantwortung für sich selbst. Und diesem verstorbenen Freund hat er sozusagen die Seele wieder herausgekratzt, das Rot und das Blau. Das Rot in zwei unterschiedlichen Tönen, das Leidenschaftliche, das Emotionale, das Rauschhafte und das Blaue, das Geistige. Das Ganze war verschlossen mit diesem Grau-Gelb-Ton, eben diese Epitaphwand, die Gedächtniswand, diese Memorialwand. Und dann glüht das Blau und das Rot jetzt plötzlich hervor als die leuchtende, als die strahlende Erinnerung an diesen verstorbenen Freund.